Lass dir atmen noch. Keine Ahnung. Dieser Hund geht nicht raus und fängt nach. Na, der wieder etwas stattet. Das hat er hier überhaupt gemacht. Ist doch egal. Immer besser nicht so viele Fragen zu stellen. Ja. Wach auf, Freundchen. Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Wie wär's mit einem Nachschlag? Ich habe gerade erst angefangen. Keine Sorge. Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Komm, komm schon. Hoch mit dir. Komm schon, schneller. Süße Träume, Mann. Zeit für Ihr Morgenbad, Milord. Wenn der so weitermacht, hält er nicht mehr lange durch. Einmal ein Ritter. 20. Tag im November. Jetzt. Nur noch ein paar Schritte. Na, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Du bist ja schon so weit. Oh, komm, Zeit. Steck ihn wieder rein. Das ist ein Katzentag! Hast du kleiner Scheiße! Wiederhol drücken! Okay, ich mach das ja schon. Ja.
Und damit herzlich willkommen zu The Order 1886. Ach, das ist schon Spiel. Alter, meine Fresse, sieht das geil aus. Alter Schwede. Ja, und willkommen. Ich bin heute mit Facecam da. Ja, ich bin unten rechts im Bild. Hallo, das bin ich, Flexi. Schön, dass ihr da seid. Wir sind im Live-Let's Play. Ich nehme das jetzt mal so auf und dann mal gucken. Vielleicht haue ich es raus auf YouTube, vielleicht auch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Alter, meine Fresse, wie detailliert das hier ist. Meine Fresse. Okay, die haben uns hier irgendwie festgehalten. Und, ich kann auch gerade nicht viel machen, außer mich bewegen. So. Okay. Wie kann ich die Tür aufmachen? Okay, wir sind irgendwie in so einem Verlies, so wie das aussieht. Beeilen, bewegen, Linke nach vorne und drücke L3, um sich schneller zu bewegen. Ja, das machen wir mal. Okay, da können wir, okay, da können wir rennen. Was ist hier? Alter, wie detailliert das ist. Alter Schwede. Ich spiele es übrigens zum ersten Mal. Heiliger Strohsack. Also irgendwo in so einem Kellerverlies sind wir hier. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, wer wir sind, was wir hier gemacht haben. Ich lasse mich da sehr überraschen. Ich spiele jetzt auf der PS4. Gibt es ja auch nur exklusiv für die PS4. Ich habe es mir übrigens gebraucht geholt, weil es mir damals als Vollpreistitel, glaube ich, zu viel war auch. Ich kann mir nicht mehr entsinnen, weil ich habe gesagt, dass ich mir holen möchte. Jetzt habe ich's. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Ich weiß noch nicht, ob ich es auf YouTube raushaue oder nicht. Weiß ich nicht. Und es ist auch das erste Mal, dass ich mit Greenscreen spiele. Ich habe das ja vorgehabt, für die nächsten Horrorspiele mal so zu machen. Mit Greenscreen. Im Live-Let's Play. Aha, untersuchen. Mit links. Mit dem Linken hier kann ich untersuchen. Ach so. Oh. Ich und mein Glück. Ist ja viel drin. Könnte sein, als wären wir in Not. Was? Ah, guck mal hier. Hier wird fleißig gefoltert. Wir wurden ja auch gefoltert. Ich weiß nicht, warum es mit ihm hier. Ich glaube, der hat schon bessere Tage gesehen. Der hat wahrscheinlich bei Poco eingekauft. So. Ich glaube, wir müssen hier lang. So. Mach doch noch lauter. Kann ich. Achso. Haben die bestimmt nicht gehört. Nein, auf keinen Fall. Das ist, nein, definitiv nicht. Kann ich da. Wie kann ich denn. Ah, nach vorne drücken, den Stick und X, um hochzuklettern. Okay. Das Ganze spielt ja 1868. Ne, 86, Entschuldigung, 1886. Lass mich überraschen. Wer ist da? Überqueren in Deckung. Halte es mit überqueren links. Nach links und drücke Kreis, um dich in Deckung. Okay. Alter Schwede. Bewegen. Okay, weitergehen. Oh, wir sind sehr schwer angeschlagen. Ich glaube, da ist eine Tür. Ich hoffe, wir schaffen es. Alter, wie detailliert das ist, ne? Alter Schwede. Hallo. In Ordnung, Mann. Kein Wort.
Rein! Zumachen! Lass uns doch erstmal reden. Das bist du, oder nicht? Der Häftling, von dem alle sprechen. Hier führt nur ein einziger Weg raus. So gut wie tot, das bist du, mein Freund. Besser, du hättest die Katakomben nie verlassen. Halt dein Maul! Schon gut. Schon gut. Ist deine Beerdigung, nicht meine. Bewegung. Augen auf. Der Häftling könnte fallen. Drei unserer Männer erledigt. Deshalb haben wir unsere Befehle. Auf Sichten schießen. Er hat eine Waffe! Er hat eine Waffe! Wow, Leute, wow! Nein, ich habe der Quicktime. Haha. Oh, bitte kein Quicktime wieder. Aua. Aua. Was mit dem... Achso, und dann Viereck. Okay. Sind die jetzt mit dem Fahrstuhl weitergefahren, oder? Ergeben Sie sich, Monsieur. Das war mein letzter Warnschuss. Kennen die sich vielleicht? Wie das aussieht, ne? Es ist unfassbar. Oben auf dem Dach! Ich will die Hände sehen! Das Spiel ist vorbei, Galahad. Geben Sie jetzt auf! Sofort die Hände hoch! Die Hände hoch! Hände hoch! Gray! Tu das nicht! Ich sagte aufgeben! Ich will nicht aufgeben. Ich, Hände an den Kopf! Sie haben den Orden betrogen! Niemand entzieht sich der Strafe! Sie vergessen, Lord Kanzler! Ich bin doch schon so gut wie tot! Nochmal herzlich willkommen zu The Order 8086. Ich glaube, das war nur der Prolog. Ich glaube, jetzt geht das richtige Spiel los. Galahad, melden! Bestätigt, Galahad, hier Zentrale. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Kapitel 1. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung. Immer ein Ritter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Crovenor Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? 12. Tag im Oktober 18. Und halte 16. die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? Alter, was? Willst du mich verarschen? Alter. Meine Fresse, wie das aussieht. Nee, oder? Ganz ehrlich jetzt? Ernsthaft? Alter Schwede. Halte L2 gedrückt, um es richtig um Details anzusehen. Boah, krass. Also da fällt mir jetzt schon ein Ei aus der Hose, ganz ehrlich. Wieso das Spiel so schlecht gemacht wurde? Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Ja. SXM2 Falcon. Ich denke schon.
Das Sekundärgeschütz des Falcons sollte helfen. Krass. Wir verfolgen vielleicht Verrückte, aber sind immer noch Zivilisten. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Galahad Ende. Okay, wir sind auf jeden Fall Galahad. Okay, natürlich spielt nicht nur die Grafik eine Rolle, sondern generell auch das Gameplay. Und aber trotzdem von der Grafik her ist es schon, es ist, boah, Alter, Wahnsinn. Und das Spiel kam relativ früh raus. Boah, krass, ey, überleg mal, das wäre Open World. Alter Schwede, Hilfe. Boah, krass. Boah, wie geil aber auch seine Robe und so aussieht, ne? Ist schon... Boah, cool. Okay, das spielt auf jeden Fall vor den Geschehnissen, die wir gerade gesehen haben. So. Hey, der greift ja richtig zum Türknauf. Nicht so wie in anderen Spielen. Man beachtet diese kleinen Details. Oh, ein Schaukelpferdchen. Wie schön. Ein altes Sofa. Ich frage mich, warum wir auf dem Dach gespawnt sind. Also, ne, was heißt gespawnt? Wir sind ja hier aufgetaucht. Und so wie es aussieht, scheinen wir irgendwie einen Orden anzugehören. Und wir haben eine komische, ich muss sagen, für dieses Zeitalter haben die schon komische Techniken, ne? So Funkgeräte und tralala. Und es sieht aus, als wäre das London, glaube ich, wo wir sind. Boah, Alter. Boah, wenn so PT ausgesehen hätte. Oh Gott, ich habe Angst vor die Horrorspiele. Okay, halte mit R3 gedrückt, um dein aktuell... Achso, die Detail. Okay, triff dich mit E-Grain. Mhm. Direktiv. Okay, aber spiegeln... Hä? Spiegeln tun wir uns nicht, aber irgendwie... Hä? Okay, ist ein bisschen... Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen strange. Da ist irgendwie ein Geländer mitten auf dem Flur am Stehen. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist wahrscheinlich das Mysterium-Geländer. Ayman Abdallah ermittelt schon bei Galileo Mystery. Man weiß es ja nicht. Hier scheint... Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Wenn es so dunkel ist, müsst ihr sagen. Ich glaube dann... Ich glaube, ich werde das Spiel nochmal, glaube ich... Kleinen Moment. Einstellungen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu dunkel. Ne? Ich stelle das nochmal, den Gamma-Wert nochmal so... 2 Stufen höher. So, dann gehen wir nochmal zurück ins Spielchen. So. Ja, ich glaube, so ist schon ein bisschen besser. Okay, hier komme ich nicht rein. Ich schaue mich natürlich genau um. Na, also... Okay. Alter Schwede. Und hier auch wieder ein mysteriöser Spiegel. So, was haben wir hier? Hier steht schon wieder... Alter, ich sag doch... Das Mysterium über das Geländer. Und in dem Spiegel ist übrigens auch der Fahrstuhl nicht da. Der Fahrstuhl ist einfach platt auf dem Boden. Oder wie... Alter. Ich weiß es. Es ist eine andere Welt. So. Also ich... Keine Ahnung, ich weiß nicht. So. Ja, dann wollen wir mal. Ach, da steht jemand. Den habe ich gar nicht gesehen. Der putzt hier gerade fleißiges Geländer. So, was haben wir hier? Hallo? Kann ich irgendwie zoomen? Ah ja. Eine nackte Frau auf einem Pferd. Ich sag dazu nichts. Ich spare mir meinen Kommentar. Besser ist, glaube ich. So, wie spät haben wir es? Wir haben's. Okay, die Uhr funktioniert sowieso nicht. So, was haben wir denn hier stehen? Mysteriöse Verschwinden in Whitechapel. Ein mysteriöses Verschwinden in einer weißen Kirche. Kann ich das... Schade, ich kann es nicht lesen. Hier ist irgendwie... Hallo, ich bin der kleine Kreis. Wieso kann ich denn... Kann ich das nicht lesen? Mysteriöses Verschwinden in der Whitechapel. In der weißen Kirche... Ich kann es irgendwie nicht lesen, oder? Nee. Das ist aber schade, dass ich es nicht lesen kann. Hm. Okay... So, dann gehen wir mal nach unten. Alter, wie detailliert das ist, ne? Es ist... Oh, eine hübsche Lady. So.
Und ein nächster mysteriöser Spiegel, wo dem Tisch seine Beine nach hinten gezogen sind. Okay, wir sind ja hier im Spiel. Ich bin ja kein Tester oder so, sondern ich spiele es ja einfach nicht, dass jetzt hier irgendwie, ne? Ey, du sollst spielen. Oh, guck mal, ein altes Porträt von mir. So, mit dem linken Stick kannst du Objekte sehen. Drücke Dreieck, um die Rückseite anzusehen. Ah, das ist ja ulkig. Was steht da? Wild Hand Family, 20. Juli 1886. Was steht da? Tampon, habe ich jetzt gerade gelesen. Thompsons Portrait Studio. Aha, okay. Flexi and his ladies. Yeah, yeah. Hey, sexy ladies. Get on the floor. Da ist übrigens der Tisch mit den Beinen. Guten Tag. Hello, my lord. I'm Flexi. So. I have a weapon. And I shot you in the head. Oh, was ist denn hier? Ach, wie geil, der arbeitet hier. An dem Fahrstuhl. So, was haben wir hier? Das leuchtet so um. Könige Arthur und die Ritter der Tafelrunde? Wie kann ich das denn... Kann ich das irgendwie... Habe ich irgendwie so ein... Archiv? Ah, hier. Es geschah in den Tagen des Uther Pendragon, als er König von ganz England war und all da regierte, dass ein mächtiger Herzog in Cornwall war, der lange Zeit gegen ihn Krieg führte. Und dieser Herzog hieß der Herzog von Tintagel. Eines Tages also entbot König Uther diesen Herzog zu sich und befahl ihm, sein Weib mitzubringen, denn sie galt als schöne und sehr kluge Frau, und ihr Name war Igraine. Als daher der Herzog und sein Weib zu dem König gekommen waren, wurden sie von großen Herren beide zu ihm geleitet. Dem König gefiel die Dame sehr, und er fiel in Liebe zu ihr, und er nahm sie beide über die Maßen freundlich auf und begehrte, bei ihr zu liegen. Aber sie war eine sehr gute Frau und wollte dem König nicht zu Willen sein. Und da sprach sie zu dem Herzog, ihrem Gemahl, und sagte, »Mich dünkt, wir sind entboten worden, damit ich entehrt werde. Darum rate ich euch, Gemahl, wir wollen uns schnell von hinnen heben, dass wir die ganze Nacht durch bis zu unserem Schloss reiten.« Mhm. Sir Thompson Mailer, König Arthur und die Ritter der Tafelrunde. Ah, ist ja geil. Gibt's da so kleine Questlogs? Ist ja cool. Nicht Questlogs, sondern kleine Audioarchive. Wie geil. Das ist ja cool. So. Gucken wir mal, da sind wir gekommen gerade. Ich schau nochmal hier. So, was haben wir hier? Okay. Aha, ja, ein Bild. Okay, in den Türen kommen wir nicht rein. Das heißt, da ist... Okay, trifft dich mit Igraine? Ja, das machen wir jetzt. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier in den Raum. Ich gucke mir natürlich sehr gerne um. Ihr wisst es ja. So. La 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 la. Ich gehe runter auf die Straße. Bestätigt. Ah, hier auf dem Rücken hat er so eine Art Walkie... Okay, schauen wir mal eben. Oh, Elefanten. Mehrere Bilder. Bevor ich jetzt rausgehe, gucke ich nochmal eben schnell, ob ich hier nochmal irgendwie was finde. Huch. War ich nicht. Hui. Huch, Alter. Fliegende Töpfe. Yeah. War ich nicht. Entschuldigung. So. Ja, dann gucken wir mal. Ach du heilige Schuss, wie das aussieht, ne? Das ist unfassbar. Was macht der da? Achso. Ich dachte schon, der, Eieieiei. Töpfball. Töpfball 16. Ja, die Grafik ist, und ich glaube, die Streamqualität ist, glaube ich, heute auch wieder top. Ja, ich hoffe, ja. So. Ich glaube, für Horrorspiele ist das mit dem Greenscreen total geil. Drücke Kreis, um dich nach unten fallen zu lassen. Okay. Ah, ja. Galahad, ich
Gray. Alter. Was Neues von Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre... typisch. Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu.